Schon wieder? Ich wachte mit einem Seufzer auf meinen Lippen auf. Hina, wach auf! Es ist morgen! Meine 13-jährige Schwester lag bei mir im Bett. Noch 5 Minuten. Wenn du länger schlafen willst, dann schlaf bei dir im Zimmer. Wir schlafen in unseren eigenen Zimmern, aber sie schleicht sich nachts immer an mein Bett. Das passiert sehr häufig und ich mache mir langsam Sorgen um ihren Bruderkomplex. Aber du bist nicht in meinem Zimmer. Was ist das denn für eine Logik? Ich muss mich umziehen. Hau also ab. Ich helfe dir beim Umziehen. Es reicht. Geh. Ich schmiss sie aus meinem Zimmer. Wenn sie nicht in meinem Zimmer schlafen würde, könnte ich länger schlafen. Morgen, Satoru. Moin. Das ist Nagisa, meine Freundin aus Kindheitstagen. Sie geht mit mir in die erste Klasse der Highschool. Wir gehen zwar auf unterschiedliche Schulen, aber wir machen uns immer zur gleichen Zeit auf den Weg zur Schule. Du siehst müde aus. Ist was passiert? Das Übliche. Schon wieder Hina-chan? Sie hat sich schon wieder in mein Bett geschlichen. Sie sollte eigentlich aus dem Alter raus sein. Sie hat dich wirklich sehr lieb. Sie versucht sogar mit mir zusammen zu baden. Wie soll sie so jemals einen Freund finden? Wärst du nicht einsam, wenn Hina-chan einen Freund hätte? Nein, das wäre nur normal. Ich will einfach nur, dass sie sich normal verhält. Warum suchst du dir dann nicht eine Freundin? Sag das nicht so einfach. Ich bin nicht so gut aussehen wie du. Ich kann keine Freundin finden, selbst wenn ich wollte. Wie wär's dann mit einer Fake-Freundin? Finde jemanden, der so tut, als wäre sie deine Freundin und stell sie Hina-chan vor. Vielleicht ändert sich dann auch Hina-chan. Ich habe keine Freundinnen. Hier ist doch eine. Würdest du so tun, als wärst du meine feste Freundin? Aber selbst wenn ich sie nicht schon seit immer kennen würde, würde ich sagen, dass Hina ein sehr hübsches Mädchen ist. Mit einer Freundin wie ihr wären die Leute bestimmt neidisch auf mich. Aber es gab ein Problem mit ihrem Vorschlag. Bin ich dir als Freundin nicht gut genug? Nein, das meine ich nicht. Aber du bist doch auch mit Hina befreundet. Ich glaube, es ist unmöglich, sie zu täuschen. Sie war nicht nur meine langjährige Freundin, sondern auch die von Hina. Früher hatten wir oft alle zusammen gespielt. Das hängt von deinen schauspielerischen Fähigkeiten ab. Ich werde jedenfalls tun, was ich kann. Ob das gut geht? Lass uns das heute Abend trainieren. Ich übernachte heute bei dir. Das kommt aber plötzlich. Meine Eltern sind wegen ihrer Arbeit gerade auf Dienstreise. Und Hina ist zu Hause. Ich glaube nicht, dass du bei mir übernachten kannst. Keine Sorge, überlass das mir. Ich komme nach der Schule bei dir vorbei. Nagisa schien es tatsächlich ernst zu meinen. Zumindest wirkte sie so. Hi, hier bin ich. Sie kam am Abend wirklich vorbei und hatte Sachen zum Übernachten dabei. Du willst wirklich hier übernachten? Na klar, wir müssen Hina-chan schließlich verkaufen, dass wir zusammen sind. Ist das nicht etwas übertrieben? Wir spielen ihr doch nur was vor. Wir müssen so weit gehen, da du es ansonsten nicht vorspielen kannst. Was meinst du damit? Also dann, Satoru. Umarm mich. Was? Nagisa öffnete ihre Arme und war bereit, mich in den Arm zu nehmen. Wir kannten uns zwar, seit wir klein waren, aber das machte die Sache nicht leichter, einfach so ein Mädchen wie sie zu umarmen. Siehst du, du kannst das nicht. Wie wirst du so Hina-chan täuschen? Aber ist das wirklich okay für dich? Solange du es bist, ja. Okay, na dann. Es war ein bisschen seltsam, Nagisa in die Arme zu nehmen. Aber es fühlte sich gut an, ihren weichen Körper an meinem zu spüren. Du bist ganz steif. Nein, überhaupt nicht. Du bist viel zu nervös. Dein ganzer Körper ist angespannt. Du musst mich natürlich umarmen. Oh, das meinst du? Was dachtest du denn? Vergiss es. Ich soll mich einfach nur entspannen, ja? Hey! Oh. Nagisa warf sich plötzlich in meine Arme und ich schrie überraschend auf. Es ist nicht gerade nett, so überrascht zu reagieren, wenn die eigene Freundin einen umarmt. Entschuldigung. Bis auf Hina-chan kommst du wirklich mit keinem Mädchen klar, oder? Naja, Hina ist die Einzige, die sowas macht. Also, wenn deine Schwester das macht, ist das in Ordnung, aber nicht, wenn deine Freundin das tut? Das habe ich nicht so gemeint. Stell dir vor, dass ich deine richtige Freundin bin. Wenn du so weitermachst, dann funktioniert das nie, egal wie sehr ich mich anstrenge. Ich streng mich an. Als Teil des Trainings hielt ich Nagisa eine Zeit lang in den Arm. Ihr Körper war so weich und roch so gut. Mir gingen Fantasien durch den Kopf, die ich nur mit Mühe vertreiben konnte. Satoru, liebst du mich? Was? Da musst du sofort Ja sagen. Wenn du mich nur umarmst, aber mir nicht sagen kannst, dass du mich liebst, bist du als Freund durchgefallen. Also irgendwie, wenn du das sagst, dann...
Stell dir vor, dass ich deine Freundin bin. Ja, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Es war ziemlich peinlich, es laut auszusprechen. Obwohl es nur ein Training war, schlug mir mein Herz bis zum Hals. Satoru, du bist ganz rot im Gesicht. Wir sind aber nicht erst seit ein paar Tagen ein Paar. Unsere Hintergrundgeschichte ist, dass wir seit Monaten heimlich zusammen waren. Hintergrundgeschichte? Ich war zu beschäftigt damit, mein Schauspielern zu verbessern, um irgendwas erwidern zu können. Aber es schien bereits, als hätte sich Nagisa alles Mögliche überlegt. Und jetzt? Ich bin zu Hause! Hinas Stimme erklang von der Haustür aus. Hina ist zurück. Was sollen wir jetzt tun? Beruhig dich. Wir sind ein Paar, Satoru. Hier, setz dich aufs Bett. Okay. Ich war noch nicht bereit, aber Nagisa war total ruhig. Ich setzte mich wie befohlen auf die Bettkante und sie setzte sich zwischen meine Beine und lehnte sich gegen mich an. Nagisa? Halt mich fest. Okay. Mir war es immer noch peinlich, aber ich nahm Nagisa von hinten in die Arme. Haben wir Besuch? Hallo, Hina. Hi, Hina-chan. Hina stand wie angewurzelt an der Tür. Was macht ihr da? Naja, also... Es ist also aufgeflogen. Aber früher oder später hätten wir es ihr sowieso sagen müssen. Was meinst du damit? Wir sind ein Paar. Entschuldige bitte, dass wir es bisher geheim gehalten haben. Warum ausgerechnet mein Bruder? Du weißt doch, dass er mein Bruder ist, oder nicht? Nagisa-chan? Hina-chan, du hast immer an Satoru geklebt und ich habe mich deshalb zurückgehalten. Aber ich liebe Satoru schon seit langer Zeit. Außerdem gehen wir nun beide in die Highschool. Ich dachte, es wäre in Ordnung. Das ist überhaupt nicht in Ordnung! Ich gebe meinen Bruder niemanden, nicht einmal dir, Nagisa-chan! Aber Satoru ist derjenige, der mir seine Liebe gestanden hat. Hä? Bei Nagisas Worten geriet ich in Panik. Stimmt das, Satoru? Ja, ich habe Nagisa auch schon immer geliebt. Sicher, dass sie dich nicht reinlegt? Oder erpresst sie dich mit irgendwas? Das ist ganz schön gemein von dir, sowas zu sagen, Hina-chan. Du bist uns beiden wichtig, also bitte akzeptiere unsere Beziehung. Niemals! Jetzt häng nicht so an meinem Bruder! Lass ihn los! Hey, Hina! Geh nach Hause, Nagisa-chan! Geh! Hina zog Nagisa von mir weg. Satoru, Hina-chan ist so aufgebracht. Ich denke, ich gehe nun lieber. Erklär du ihr die Situation. Hina, das war mega unhöflich. Warum? Ich dachte, dass du für immer mir gehörst. Hina sah sehr traurig aus. Aber Nagisa hatte ihr Bestes gegeben. Ich konnte jetzt nicht einfach aufgeben. Wir können nicht so ewig weitermachen. Ich will eine Freundin. Aber warum Nagisa-chan? Es ist doch bisher nie irgendwas zwischen euch gewesen. Wir haben Rücksicht auf dich genommen. Wir wollten warten, bis du dich unabhängig von mir machst. Ich werde mich niemals unabhängig von dir machen. Ich werde immer bei dir sein. Das funktioniert so auf Dauer nicht. Du heiratest doch irgendwann niemand anderen. Nicht solange ich bei dir sein kann. Magst du mich nicht mehr? Ich liebe dich, Hina. Aber ich liebe Nagisa nun mal auch. Liebst du sie wirklich? Oder hat sie sich dir nicht einfach nur aufgedrängt? Warum glaubst du mir nicht? Weil ich nicht glauben kann, dass du dich plötzlich in sie verliebt haben sollst. Das ist nicht plötzlich. Ich liebe sie schon seit langem. Ich lasse das nicht zu. Nicht Nagisa-chan. Hina wurde wütend und stürmte aus meinem Zimmer. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, Nagisa zu meiner Freundin zu machen. Die ganze Sache war zu plötzlich für Hina und das Ergebnis war mehr oder weniger genau das, was ich befürchtet hatte. Nach dem Vorfall mit Nagisa war die Lage sehr angespannt und wir wechselten kein Wort beim Abendessen. Oh, Nagisa hat ihre Sachen hier vergessen. Ich bringe sie ihr morgen. Ich war so beschäftigt mit anderen Dingen, dass ich mir bis zum Augenblick gar nicht aufgefallen war, dass Nagisa ihre Sachen vergessen hatte. Und dann stand Nagisa plötzlich bei mir im Zimmer. Wo? Shh. Guten Abend, Satoru. Ich hatte vor lauter Überraschung beinahe geschrien, aber Nagisa hielt mir den Mund zu. Nagisa, ich dachte, du bist nach Hause gegangen. Bin ich auch. Ich bin aber wieder zurückgekommen. Ich hab dir doch gesagt, dass ich hier übernachte, oder? Meinst du das ernst? Doch nicht unter diesen Umständen. Hina-chan glaubt uns nicht, weil du so unsicher wirkst. Naja, weil wir doch nur so tun. Es sieht so aus, als bräuchtest du mehr Übung. Nagisa, was tust du da? Nagisa holte ihren Schlafanzug raus und begann sich an Ort und Stelle umzuziehen. Ich drehte mich hastig um.
Ich bin fertig, Satoru. Nochmal, Hina ist immer noch wütend und das ist nun wirklich nicht die Situation für dich, hier zu übernachten. Als ich mich umdrehte, stand Nagisa im Schlafanzug vor mir. Was redest du da? Dein Sondertraining beginnt jetzt. Sondertraining? Zieh du auch deinen Schlafanzug an. Jetzt? Ja, jetzt. Nagisa versuchte mich auszuziehen. Warte, ich mach das selbst, dreh dich um. Also zog ich mir einen Schlafanzug an. Und was machen wir jetzt? Wir gehen ins Bett. Nagisa folgte mir ins Bett. Was tust du? Ich habe doch gesagt, dass ich hier übernachte. Ich schlafe zusammen mit dir. Wir haben ein freies Zimmer. Was will ich denn da? Wir schlafen zusammen, damit du endlich das Gefühl dafür bekommst, dass ich deine Freundin bin. Ist das nicht etwas zu viel des Guten, nur um so zu tun? Wir müssen es übertreiben, damit du endlich ein Gefühl dafür bekommst. Bevor ich wusste, was vor sich ging, lag ich zusammen mit Nagisa in meinem Bett. Ich redete mir immer wieder ein, dass sie meine Freundin sei. Und dann krabbelte Nagisa nicht nur unter die Decke, sondern sogar in mein Schlafanzug-Oberteil. Nagisa, was soll das? Das machen Pärchen doch so, oder nicht? Ich glaube, dass nicht einmal ein Pärchen sowas machen. Ich war Nagisa so nah wie noch nie und mein Herz raste. Und dann klopfte es an meiner Tür. Ich hatte das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun und mein Herz sprang mir beinahe aus der Brust. Nagisa, schnell, du musst raus! Das geht nicht! Mach was! Hina kam in mein Zimmer. Ich tat verzweifelt so, als wäre nichts. Gehst du schon ins Bett? Ja, ich bin müde. Was ist denn? Ich wollte dein Gesicht sehen. Irgendwie hatte ich dieses seltsame Gefühl. Wenn du reden willst, können wir das morgen machen? Ich würde gerne schlafen. Ich wollte, dass Hina so schnell wie möglich mein Zimmer verlässt. Irgendwie ist deine Decke so ausgebeult. Das bildest du dir ein. Du hast doch eine Frau bei dir im Bett, oder? Sie hatte vollkommen recht. Ihr Blick wurde immer eisiger. Also Frau ist schon etwas übertrieben. Und außerdem habe ich niemanden in meinem Bett. Ich rieche doch eine Frau hier. Das ist bestimmt, weil Nagisa vorhin hier war. Du ziehst dir doch gerade irgendwas ab. Ich weiß es. Nein, tue ich nicht. Lüg mich nicht an. Du Dieben. Hina zog die Decke von mir. Was macht ihr da? Ich kann nicht glauben, dass ihr sowas wirklich macht. Nun, da wir erwischt worden waren, krabbelte Nagisa wieder aus meinem Schlafanzug. Sie hat uns erwischt. Erwischt? Was glaubst du, was du da tust? Sogar ich bin noch nicht so weit gegangen. Ich dachte, du bist nach Hause gegangen. Bin ich auch, aber ich bin zurückgekommen. Ich habe versprochen, dass ich heute hier übernachte. Und du denkst, ich lasse das zu? Und dann auch noch im gleichen Bett wie mein Bruder? Was hattest du überhaupt mit ihm vor? Wir sind ein Paar. Es ist ganz normal, dass wir zusammen schlafen. Seid ihr wirklich zusammen? Bist du nicht die Einzige, die so denkt? Willst du uns immer noch nicht glauben? Okay, wie ist es dann hiermit? Aus dem Nichts küsste mich Nagisa plötzlich. Der Schock stand mir ins Gesicht geschrieben. Nagisa, warum gehst du so weit? Entschuldige, Satoru. Ich habe mich mitreißen lassen. Meine Gedanken rutschten mir einfach so raus. Nagisa schaute mich ernst an. Ich liebe dich wirklich, Satoru. Du warst immer so mit Hina-chan beschäftigt, dass es dir nie aufgefallen ist. Meine Aufmerksamkeit hatte tatsächlich immer nur auf Hina gelegen. Und obwohl Nagisa zu solch drastischen Maßnahmen gegriffen hatte, dachte ich immer noch zu einem kleinen Teil an Hina. Ich habe zwar gesagt, dass ich nur deine Fake-Freundin sein wolle, aber in Wirklichkeit will ich deine richtige Freundin sein. Ich denke, dass Hina-chan auch wichtig ist, aber ich will, dass du mich auch so wichtig findest wie sie. Ich will, dass du weißt, was ich für dich fühle. Das war ein plötzliches Liebesgeständnis, aber wenn das heute alles ernst gemeint war, dann wurde dadurch mehr als deutlich, dass sie mich wirklich liebte. Danke, Nagisa. Wenn du so für mich empfindest, dann will ich diese Gefühle auch erwidern. Das heißt... Es war so eine romantische Situation, doch dann platzte Hina rein. Einen Augenblick mal! Das heißt also, dass du dich an meinen Bruder rangeschmissen hast? So könnte man das sagen, ja. Aber am Ende hat es ja offensichtlich funktioniert. Wo ist also das Problem? Alles ist das Problem! Mein Bruder hat sich einfach nur mitreißen lassen. Eigentlich bin nämlich ich seine Nummer eins. Nein, Hina. Es tut mir leid, aber das stimmt nicht. Ich akzeptiere das nicht! Ich schlafe von jetzt an in deinem Schlafanzug. Bitte nicht! Hina-chan, Satoru ist mein Freund. Also lass ihn in Zukunft bitte in Ruhe. Tu nicht so, als wärst du seine Freundin.
Ich erlaube das nicht! Diese ganze Idee war ursprünglich dazu da gewesen, um Mina von mir unabhängig zu machen. Aber das scheint noch weit, weit in der Zukunft zu liegen.